Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Okay, jetzt kannst du Treppen steigen. Das macht dich nur in genau einer Sache besser als mich. Ja, sicher doch. Aber im Ernst, Treppen sind gegenüber Rampen minderwertig. Oh, genau das sage ich schon seit Jahren. Du verstehst mich so cool. So, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Borderlands 3. Wir haben hier noch einen Claptrap, der was für uns hat. Okay. Tolle Neuigkeiten, Rekrut. Ich habe noch eine letzte Klepslist-Anzeige für dich. Die allerletzte. Triff mich auf Pandora. Irgendein dummes Ding zahlt uns einen Arsch voll Geld, nur um tanzen zu gehen. Selber schuld. Und da mein Rat nicht käuflich ist, ziehst du also besser deine Tanzschuhe an. Okay, das kann ja was werden. Ah ja. Dann schauen wir mal. Devil's Razor. Wer da unten? Okay. Ich glaube, Rolands Grab ist dann doch die nächste Möglichkeit, dahin zu kommen. Beste. Schön, dass du wieder da bist. Finde ich auch. So weit war das nicht. Na komm, wir holen den Wagen. Gut, Munition habe ich gerade gekauft. Ich habe gerade mal ein Upgrade geholt zwischendurch. Und die ganzen anderen Sachen verkauft. Die haben jetzt quasi kein Geld mehr. Aber ist, glaube ich, gut investiert worden. Falsche Richtung. Da geht's hoch. Hat noch jemand? Ich habe kein Blut, also nehme ich deins. Danke, dass du meinem Ruf gefolgt bist, Rekord. Komm mit! Gerne. Oh, dieser erste Teil erfordert Charisma und Charme. Und da du mit keinem von beiden gesegnet bist, sieh den Meister zu. Mir, Claptrap. Charme ist für Schwächlinge, die keinen Respekt bekommen. Okay, los geht's. Ja, mach mal. Das Haus hat eine Rampe? Cool, ich hasse Treppen. Das wissen wir. Unsere Auftraggeberin heißt Baby. Mal gucken, ob sie zu Hause ist. Du musst nur mit ihr tanzen, dann kriege ich das ganze Geld. Und dir zahle ich deinen verdienten Anteil, der verschwindend gering ist. Was glotzt du mich so an? Ein Rad dreht schließlich das andere. Hey, Baby! Hallo? Baby? Keine Antwort. Läuten wir mal an der Tür, wie zivilisierte Leute, die wir ja schließlich sind. Verschwindet! Habt ihr das Schild nicht gesehen? Da steht, ich knall euch ab! Und das ist kein Witz! Wir sind wegen deiner Anzeige hier, mit ein klein bisschen Verspätung. Also komm und tanz! Die Irre hat auf mich geschossen! Wieso reagieren immer alle so, wenn sie meine Stimme hören? Wenn ihr eure Ärsche nicht wegschafft, passiert es wieder! Wir sind hier, um zu tanzen! Und ich kriege immer mein Geld! Sprich du mit ihr, Rekrut! Auf dich schießt sie vielleicht nicht! Ich sagte, ihr sollt verschwinden, verdammt nochmal! Heute wird nicht getanzt! Ja, ich glaube, das mit dem Tanz hat sich mittlerweile erledigt bei dir. Ihr kommt zu spät, okay? Ich habe die Anzeige vor Jahren aufgegeben. Ich war einsam und wollte mal wieder tanzen gehen. Hat sich nur keiner gemeldet. Ist nicht so leicht, auf Pandora einen Tanzpartner zu finden.
Aber ihr kommt einfach alle viel zu spät, okay? Also gibt's auch kein Geld. Komm schon, Kammerjäger. Wir wollen das Geld. Also zeig dir, was du drauf hast. Wenn du das Geld willst, dann tanz, Rekrut. Tanz. Okay. Das willst du tanzen? Ja. Mehr hast du nicht zu bieten? Ich habe nicht das Gefühl, dass du alles gibst. Ich schon. Echte Männer tanzen nicht, sie können es. Wow, das war furchtbar. Vielleicht habe ich mich geirrt. Nein, ihr versteht nicht. Seht mich doch an. Ich kann nicht mehr tanzen. Nicht auf diesen Rädern. Was? Mit Rädern kann man super tanzen, Baby. Genau genommen, viel besser als ohne. Nein, geht einfach. Lassen wir unsere Räder sprechen. Rekrut, Musik ab. Wo? Wanna take a trip through the night? I wanna feel alright. Let's hang out with our friends, with the superstar bands. Let's go out, have a drink. There's nothing more to think. Let's do it like a superstar. Do it like a superstar. Engel, ich danke dir. Das habe ich so gebraucht. Lass nächstes Mal nicht so lange auf dich warten, ja? So schnell wirst du mich nicht los. Wir fangen doch gerade erst an. Rekrut, komm her. Wow, das war gerade echt emotional. Ich fühle mich wie ein neuer Bot. Nach all dem kann ich ihr Geld nicht annehmen. Nimm einfach was von meinem. Wir sehen uns auf der Sanctuary. Und jetzt schleich dich. Ich will tanzen. Okay. Wie ist die Knarre? Ist halt auch Feuer, von daher, die haben wir ja schon. Ich glaube, die kann weg. Aber ja, war... erstaunlich einfühlsam, der Claptrap. Hätte ich nicht gedacht. Gut, dann geht's mal wieder zurück. So. Wieder zur Kante der Ansehnlichkeit. Hier nur nichts Neues freigeschaltet, scheint nicht so. Gut, dann lassen wir vielleicht die Sache mit dem Claptrap da oben und suchen uns mal das nächste Typhon-Lock. Und da wäre noch ein Crimson Radio da unten. Das ist, glaube ich, ein bisschen vielversprechender. So, nochmal hier durchrennen. War ja zum Glück nicht allzu weit, bis wir dann zu dem nächsten Catch Ride kommen. Komm, ich glaube, euch lassen wir mal. Seid doch netterweise noch nicht nachgespawnt. Aber ist ja auch noch nicht lange hier, seit wir hier waren. Mal gespannt, was wir hier noch an Schnellreisepunkten kriegen. Ja, doch eine verhältnismäßig große Karte. So, dann drehen wir dich nochmal. Und
glaube, hier müsste jetzt irgendwo das Crimson Radio sein. Das sollte ja jetzt erreichbar sein. Hier. Hoch in die Luft. So ungefähr. Oberer, ein bisschen eh da unter, wie es aussieht. Geld kann ich auf jeden Fall mitnehmen. So, danke, danke. Du bist jetzt vermutlich blind, aber ich bewundere deine Hingabe. Bist du spät dran für das aktuelle Heutenjournal und hast Hunger auf Fleisch in häppchengroßen Tüten? Versuch fest die Fleischstäbchen. Für den Banditen alleine. Eine weitere Welle der Gewalt durch die Kammerdiebe. Was für eine. Da kommen wir so nicht hoch. Ja, das könnte vielleicht funktionieren. Jupp, es geht. Und happy. Diesen KDK-Dreck aus dem Äther zu verbannen ist wichtig. Jetzt können wir meine Art von Schmutz senden. So, und daneben wäre jetzt noch ein Typhon-Lock. Da sehe ich auch hier in der Ecke, wo wir hin müssen. Ah, hier ist sogar ein neuer Dings. Neues. Na, Schnellreise. Produkt. Praktisch. Bereit loszulegen? Dann holen wir uns die mal mit. Tappedi tap tap. Hey, Kammerjäger. Hier drüben. Ich freue mich, dich zu sehen. Typhon de Leon erwartet dich. Immer hereinspaziert. Okay. Ich bin Gross, erster Verwalter von Typhon de Leon. Weil mein Gegenstück mir in jeder Hinsicht unterlegen ist, hat de Leon mich damit beauftragt, dich zu begrüßen. Also, willkommen. Musst du so mürrisch sein? Echt jetzt? So. Sieht doch schon mal gut aus. Wo? Hier oben oder da oben? Wo ist denn da? Ich glaube, da müsste es sein. Hey, Kammerjäger! Ich bin Sparrow. Typhon hat mich gebeten, dich herumzuführen. Sparrow, was zur Hölle? Typhon hat gesagt, das Universum sei in Gefahr. Wir haben keine Zeit für eine Tour. Fahr zur Hölle, Graus. Zeit für eine Tour. Ich glaube, die beiden haben Spaß. Die gesamte Innendekoration ist mein Werk. Hübsch, nicht wahr? Auch wenn man auf einem tödlichen Planeten gestrandet ist, sollte man sich zu Hause fühlen. Sparrow, sieh es doch ein. Der Kammerjäger mag dich nicht. Und du spielst keinerlei Rolle für seine Mission. Was soll's? Du spielst keinerlei Rolle für meinen Arsch. Der Meister hasst dich, Sparrow. Er würde dich sofort verschrotten, wenn sein Klo das nächste Mal verstopft ist. Bist du geliefert? Klos spielen eine wichtige Rolle. Es wäre mir eine Ehre.
Das auf jeden Fall. Ich weiß unser Gespräch sehr zu schätzen, aber musst du nicht ein Universum retten? Denk, du willst hier eine Tour machen? Scheide dich doch mal. So, danke für den Kram. Das sieht auch interessant aus. Du bist spät dran, Kammerjäger. Retten wir das Universum. Was? Hast du eine Hackfresse erwartet? Hallo, Typhon. Schön, dass du es geschafft hast. Das war sicher anstrengend. Hier ist eine kleine Aufmerksamkeit. Naja. Diese Wumme muss mein sein. Sie läuft mit Iridium. Wenn du welches hast, kann ich dir jederzeit eine Waffe bauen. Aber jetzt muss ich dir etwas zeigen. Hier entlang. Hey, Bots, ich bringe den Kammerjäger zur Maschine. Lasst niemanden rein. Maliwan oder nicht. Jetzt können wir beweisen, wie gut wir sind. Spielt keine Rolle. Das Universum geht unter. Diese Laserpeitsche ist praktisch. So kann ich auch in meinem Alter noch mithalten. Außerdem sind Peitschen toll. Laser auch. Kann man beides wunderbar kombinieren, ne? Du hast mittlerweile kapiert, dass Pandora eine planetengroße Kammer ist. Die Eridianer nannten es die große Kammer oder so. Vor langer Zeit sperrten sie eine interdimensionale Monstrosität namens der Zerstörer dort ein. War nicht leicht, aber sie haben es geschafft. Die Eridianer opferten ihre gesamte Zivilisation, um dieses Ding einzusperren. Sie waren schlau, diese Aliens. Die Eridianer hatten einen Plan B, falls irgendein Idiot blöd genug ist, den Zerstörer freizulassen. Wenn das passiert, nun, er heißt nicht ohne Grund der Zerstörer. Hinter dieser Tür befindet sich ein antiker iridianischer astrokinetischer kammerbetriebener Phasenmotor-Dingenskirchen. Ich nenne es einfach die Maschine. Sehr praktisch. Und die Farben. Diese Eridianer hatten es echt voll drauf, was? Das war die Maschine, mit der sie den Zerstörer zum ersten Mal eingesperrt haben. Und sie kann es wieder tun. Aber wir brauchen 4 Kammerschlüssel, um hineinzugelangen. Du hast schon 3, nicht wahr? Ja, habe ich. Alles klar. So, dann können wir das schon mal platzieren. Ich werde aber selbst, wenn wir schon mal gerade hier sind, erstmal das Typhon-Lock oben mitnehmen. Ich weiß, wo ihr uns nachher dann nochmal hinschickt. Peter meint, diese Tür führt zur Maschine. Was immer das sein soll. Ach ja, sie hat's mir ja gesagt. Sie glaubt, die Maschine hat die große Kammer verschlossen. Ich frage sie, was ist die große Kammer? Sie sieht mich eine Weile an. Die große Kammer, sagt sie dann, ist der Grund, warum es keine Eridianer mehr gibt. So, das war Typhon-Lock Nummer 2. Ach, da unten war auch Typhon-Lock Nummer 1. Typhon-Lock Nummer 2 ist aber auch hier unten irgendwo. Sehr schön. Na gut, wahrscheinlich sind die alle hier bei ihm in der... dieser Höhle. Gut, dann hauen wir mal raus. Prometea! Hier habe ich meine erste Kammer gefunden. Eden 6, wahrlich kein Paradies. Dann du. Es gibt noch einen Schlüssel und ich weiß, wo er ist. Aber Achtung, das wird kein Zuckerschlecken. Und einfach wird es auch nicht. Ach, du packst das schon. Du bist ein Kammerjäger, wie ich. Geh aufs Haus, Kammerjäger. Das wirst du brauchen. Maliwan hat einen Arsch voll Basen zwischen uns und der Kammer eingerichtet. Genau deshalb wollte ich Necrotafeo geheim halten. Aber das hat sich jetzt wohl erledigt. Du musst den letzten Schlüssel holen. Ich habe ihn nahe der Kammer versteckt. Eine Brücke führt direkt zur Kammer. Geh dahin, Kammerjäger. Und viel Glück mit Maliwan. Okay. So, hier gibt es noch eine ganze Menge Nebenaufträge. Organisierung, homöopathisch. Und wo war ein Typhon-Lock Nummer 2? Das ist hier außerhalb.
will dann aber zuerst mal die Nebenaufträge machen. Aber gut. Die Folge wäre dann jetzt auch erstmal vorbei. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin macht's gut und ciao, ciao.